They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Guten Morgen. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, neuer Tag bricht an. Ihr seht es, wieder herrliches Wetter hier in den Bergen. Ja, es war keine so gute Nacht für uns. Nee. Also es lag jetzt nicht am Campingplatz, nicht an der Umgebung. Es war richtig ruhig hier, alles ideale Bedingungen eigentlich. Nur unsere Luftmatratzen, die haben leider die Luft nicht gehalten. Das war ein bisschen anstrengend. Ja. Aber nun gut, jetzt haben wir uns einen Kaffee gemacht und ja, müssen jetzt noch das Zelt abbauen. Und dann sind wir startklar. Dann sind wir startklar, geht jetzt gleich los. Ja, erstmal Richtung Innsbruck und dann den halben Brenner hoch. Auch wieder so knapp 75, 80 Kilometer werden das heute werden. Ja, ein paar Steigungen kommen auf uns zu. Ein paar, 400 Höhenmeter auf jeden Fall beim Brenner. Ich glaube, insgesamt geht es heute so knapp 1000 Meter berghoch. Meine ich, hätte ich gesehen in Navigi. Ja, also, wir packen jetzt hier zusammen. Dann geht es gleich zum Bäcker. Wir nehmen euch mit. Ja, und dann alles weitere unterwegs, würde ich sagen. Bis gleich. Bis gleich. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. Und los geht es für uns. Ja, wir haben uns nochmal gut eingecremt. Es wird heute heiß werden. Ja, und jetzt geht es hier am See entlang. Ein ja, Radwanderweg, so würde ich es bezeichnen. Erstmal Richtung Kramsach, ja, und dann wieder an den Inn. Und wir wollen gleich mal gucken, ob wir irgendwo einen Bäcker finden. Das ist so der Plan. Wir haben jetzt auch schon wieder 10 Uhr. Ja, wir brauchen immer etwas länger. Aber sei es drum, wir haben ja Urlaub. Also alles ganz easy. Wollen wir mal den Tag beginnen. My level, they think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the Kramsach liegt jetzt vor uns. Jetzt mal schauen, wo hier der Bäcker ist. Ja, schon wieder eine Hauptstraße. Der folgen wir jetzt mal. Life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Na toll, ein Satz mit X. Heute ist leider Sonntag und der Bäcker hat hier zu. Müssen wir mal weiterschauen. Aber ganz unnütz war jetzt die Fahrt hierhin nicht. Hinter uns ist Raiffeisenbank und die Melanie holt jetzt mal ein bisschen Geld, weil wir auch gar kein Bares dabei hatten. Und ja, bis jetzt konnten wir mit Karte zahlen. Aber das muss ja nicht immer so sein. Ja, also, wir gucken weiter. Gleich geht es dann wieder auf den Kurs. Wir haben jetzt einen Konditor gefunden, haben bestellt. Cappuccino, Brötchen. Und dann geht es gleich weiter. Frisch gestärkt. Genau, perfekt. Ja, super, perfekt. Jetzt sind wir komplett, ne? Das sieht lecker aus. Jetzt können wir uns stärken und dann geht's los. Richtig, richtig lecker. So, wir hauen rein. Frisch gestärkt geht es jetzt weiter für uns Richtung Inn und dann nach Innsbruck. Also, erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Wir bleiben jetzt hier auf der Hauptstraße. Ich habe gesehen, es geht zur Autobahn. Die Autobahn ist ja unten am Inn, also das wird schon passen. Irgendwo finden wir den Radweg wieder. Noch die Kurve und dann sind wir auch schon wieder auf dem geplanten Track. Da sehe ich auch da schon das Radschild Richtung Innsbruck, geht es hier rechts ab. Vermute irgendwo hier rechts runter. Genau, machen wir. Hier links von uns thront auch eine Burg über uns.
Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Im Hintergrund die Musik. Irgendeine Blaskapelle scheint hier zu spielen. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Wer in? Plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Brixleck. Life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have. Und noch 48 Kilometer bis nach Innsbruck. The journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna. Na lang. Und noch eine Burg vor uns auf dem kleinen Hügel. Ja, hier scheint sich eine Burg der anderen die Klinke in die Hand zu geben. Die ersten 10 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ja, sind noch 45 bis nach Innsbruck. Hier hätte man jetzt auch abbiegen können in Zillertal. Auch schön, ja, aber nicht ganz unsere Strecke. Wir bleiben mal hier weiter auf dem Innradweg. Ein Blick aufs Zillertal. Ich weiß gar nicht, ob das der Hintertuxer Gletscher da hinten ist. Ein bisschen Schnee ist da drauf. Keine Ahnung, mal später auf der Karte gucken. Schon ein tolles Panorama hier. Wirklich super. Hier links von uns im Berg oben sieht man eine Kapelle in den Steinen gebaut. Verrückt. Fragen uns die ganze Zeit, wie man wohl da hochkommt. Das ist gar keine Straße. Wahrscheinlich mit dem Lift. Schon erstaunlich. Klasse sieht's aus. Vielleicht noch ein Wort zum Campingplatz. Ja, Camping Seehof, so hieß das, ne? Ja. Ja, Camping Seehof war schön, wirklich sehr, sehr modern ausgebaut, nagelneue Duschen, richtig, richtig sauber, haben wir ja selten gesehen, bis eigentlich kann man sagen, noch gar nicht gesehen, also sehr komfortabel. Ja, und vom Preis her haben wir jetzt 30 Euro gezahlt für den ja, Zeltplatz und für uns beide. Duschen waren inklusiv und ja, Strom haben wir nicht gebraucht, also alles schick, kann man nicht meckern. Hat uns sehr gut gefallen, Empfehlung von uns. Bauert Brücken zueinander. Ja, und für uns geht es auch wieder über eine Brücke. Ja, kommt es öfteren vor, immer mal wieder über den Inn. Links, rechts, links, rechts. Obwohl die Autobahn hier direkt nebenher läuft, so viel hört man gar nicht davon, ne? Nee, ich höre sie gar nicht. Da ist sie der Inn lauter, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen Rauschen von der Autobahn hört man, aber hält sich in Grenzen. Ja, alles gut zu ertragen. Schlimm. Genau. Sehr schön und herrliches Panorama. Diese
knapp 30 Kilometer sind es noch bis nach Innsbruck. Und den Inn haben wir auch mal wieder zu Gesicht bekommen. Ja, wir fahren die ganze Zeit hier eigentlich zwischen Autobahn und einer Baumreihe, ne? Ja. So Büsche, man kann gar nicht so viel erkennen, weder rechts noch links. Ja, hin und wieder blitzt mal der Inn etwas durch. Aber dafür ist es gut asphaltiert, wir sind vom Wind geschützt, ne? Die Sonne knallt nicht immer ganz so auf uns runter, da die Bäume etwas Schatten geben teilweise. Ja. Ja, es läuft. Es rollt, ja. Wir rollen so vor uns hin und gucken wir mal, wann wir dann in Innsbruck ankommen. Kurzer Zwischenstand. Ja, Mellies Sattel knatscht immer noch. Der macht mich wahnsinnig. Die knatscht hier so vor sich hin. Ja, wir haben jetzt gute 35 Grad, zeigt der Tacho an. Und ja, also der Thermometer im Tacho. Und 25 Kilometer trennen uns jetzt noch bis nach Innsbruck. Und knappe 30 oder 35 haben wir jetzt sogar schon. Ja, 33. Also es rollt. Wir kommen unserem Ziel immer näher und näher. Swarovski. Hier werden die kleinen Glitzersteinchen gemacht. Halbzeit. Nach 40 Kilometern haben wir jetzt hier ein Bänkchen im Schatten gefunden. Ja, das sieht doch schick aus. Einmal kurz verschnaufen, ein bisschen was trinken, noch mal ein bisschen was essen. Ne? Ja. Und dann geht's gleich weiter. Das Päuschen tat jetzt richtig, richtig gut. Wir sind wieder gestärkt und ja, der Akku in den Beinen ist jetzt wieder fit und es geht weiter. Noch knapp 36 Kilometer oder ja. 37 bis nach Innsbruck von hier aus. Wir haben uns dazu entschieden, auch direkt durch Innsbruck durchzufahren. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, direkt auf dem Brenner aufzufahren, ein bisschen abzukürzen, wird uns ja 4 Kilometer ersparen. Das machen wir aber nicht. Aber wir kennen Innsbruck noch nicht und der Weg führt so ein bisschen durch die Altstadt. Also von daher machen wir das, würde ich sagen. Ja. Ja. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verbrutzeln. Vielleicht creme ich mich jetzt nochmal ein. Ja, Stern, der brennt schon ordentlich. Ja, haut schon ordentlich auf uns runter. Aber was soll's. Besser als Regen, das hatten wir letztes Jahr. Das brauchen wir auch nicht. Dann lieber Sonne. Genau, passt schon. Wir legen mal wieder los. Wir rollen wieder. Wir haben jetzt 13.30 Uhr. Knapp 30 Grad sind es. Boah, rechts ist der Inn, den sehen wir leider nicht wegen der Baumreihe hier nebenan. Links ist die Autobahn. Und wir fahren hier auf unserem Radweg, dem Innradweg, nach wie vor Richtung Innsbruck.
Die Häuser werden größer. Erste Wolkenkratzer, die da hinten sind, das scheint mir so langsam auf Innsbruck zuzugehen. Danach sieht es zumindest aus. Weit ist es nicht mehr. Wir haben jetzt noch knapp 30 bis zur Unterkunft. Und ja, ich glaube, von Innsbruck waren das 18 Kilometer, die dann zum Schluss noch mal etwas anstrengender werden. Gut, wir werden das gleich sehen. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Kilometer bis Innsbruck und fahren hier durch eine ja, parkähnliche Landschaft. Sieht sehr schön aus, alles hochgewachsene Bäume, die gut Schatten bieten. Das kommt uns heute sehr entgegen und wir hoffen ja darauf, dass in Innsbruck gleich vielleicht der eine oder andere Eismann uns vielleicht etwas Kaltes anbieten kann. Die letzten Male hatten wir ja mal Pech in Sachen Eis. Aber heute wäre es wirklich schön, noch mal ein Eis zu bekommen, bevor es dann ja, die erste Etappe Brenner hochgeht. Wir werden das gleich sehen. Wie gesagt, noch 5 Kilometer und dann müssten wir auch schon im Zentrum von Innsbruck sein. Das Zentrum von Innsbruck, vor uns ist es, da fahren wir jetzt rein. Gucken wir mal, das goldene Dach wollten wir uns anschauen und vielleicht noch das ein oder andere, was Innsbruck so zu bieten hat. Die Ottoburg, das ist hier das älteste eingetragene Gebäude, meine ich, habe ich irgendwo gelesen. Weiter? Okay, dann los. Das goldene Dach haben wir auch gefunden. Vor uns ist es. Ja, sehr schön hier. Und riecht so gut, jetzt brauchen wir nur noch eine Eisdiele. Yum. Ja, das sieht gut aus. Haben wir uns verdient. Absolut. Perfekt. Das Eis, das tat so gut. Richtig, richtig gut. Ja, jetzt starten wir wieder durch. Knapp 20 Kilometer haben wir noch bis zur Unterkunft. Gestern hätte ich noch gesagt, ja, ein Stündchen sind wir da. Aber da wir jetzt so ein bisschen den Brenner hochfahren, glaube ich, es wird ein bisschen länger dauern. Ja, wir gucken noch mal, dass wir was zu trinken kriegen. Und dann lassen wir uns überraschen, was da kommt. Ja, ihr werdet es gleich sehen. Wir geben mal weiter Gas. Wir sind auch schon wieder fast aus Innsbruck raus. Ja, noch 1-2 Kilometer, dann beginnt der Spaß. Ja, und dann haben wir erstmal 8 Kilometer, die es steil berg hoch geht. Und dann wird es wieder, die letzten 10 Kilometer wird es ein bisschen flacher. Ja, Getränke haben wir auch gerade nochmal geholt. Jeder nochmal einen halben Liter Wasser. Jetzt haben wir zusammen 3 Liter Wasser. Heiß ist es nach wie vor, 35 Grad. Ich hoffe, dass wir damit auskommen, aber ich denke schon. Unter uns fließt die Still. Ist auch ein Fluss hier und im Hintergrund sieht man die Skisprungschanze. Ich versuche sie mal näher ranzuholen.
unser erstes kleines Hindernis, aber das hält uns nicht auf. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir hin, genau. Auch ohne Hilfe von Noah. Ja. Prozent Steigung. Geht jetzt los, 8 Kilometer so in etwa. Ja, ich freue mich. Ganz langsam, ganz easy machen wir es. Kleinster Gang ist drin. Und jetzt kurbel ich mich da langsam rauf, Stück für Stück. Perfekt. Ja. Ja, das Thema hier ist auch nicht ohne. Schon klitschnass geschwitzt und noch nicht mal einen Kilometer gefahren. Und wenn ich nach oben gucke, ja, da kommt noch einiges. Ja, 33 Grad. Ja, läuft so an mir runter, an Melli auch. Ja, wir kämpfen uns hier von Schatten zu Schatten. Da unten ist Innsbruck und ja, knapp 150 Höhenmeter haben wir jetzt wohl schon so gemacht. Wir sind jetzt auf 750 Metern und da unten kommt die Melli und knapp bis 1000 Meter müssen wir noch. Das heißt, ja, noch gute 250 Meter berghoch geht es. Und das bei angenehmen 33 Grad. Prozent geht's da runter, also sind wir 11% drauf gefahren. Oje. Im schönen Fell sind wir hier. Und da hinten ist die Melli im Schatten. Also, ich muss ja sagen, der Brenner ist härter als Norberts Höhe und Fernpass. Vielleicht liegt es auch an der Hitze, ich weiß es nicht, aber ja, das zieht sich hier schon recht steil hoch. Man hat auch gar nicht viele Phasen, wo man mal ein bisschen auch verschnaufen kann. Naja, aber ich glaube, wir haben jetzt so knapp 870 Meter Höhe erreicht. Viel kommt nicht mehr bis zu unserem Zwischenstopp. So, ja, ich schätze mal so 100, 120 Höhenmeter müssen wir noch machen. Und dann sind wir durch. Und morgen kommt dann der Rest. Wir haben es geschafft, auf 900 Meter Höhe sind wir jetzt und es ist tatsächlich jetzt flach. Ja, das tut gut. Mal wieder runterschalten und ein bisschen erholen. Jetzt lassen wir es erstmal ganz gemütlich laufen, mal gucken, was da noch an Bergen jetzt alles so kommt. Ja, Melli noch motiviert, heute noch eine Wanderung zu dem Gipfel hier vor uns? Nein. Nein? Nein. Nur noch eine kalte Dusche oder was kommt gleich? Eine ganz kalte Dusche und was zu essen. Und dann bereite ich mich mental auf den nächsten Tag vor. Ja, morgen kommt ja nochmal eine anstrengende Etappe, genau. Ja, zweiter Teil Brenner. Ja.
Ja, hier sind doch einige ganz schön steile Stücke dabei. Also locker 15%. Werden die sicherlich haben hier, so manche Buckel. Ja, aber viel kann da nicht mehr kommen. Ich meine, wir sind jetzt schon knapp bei 950 Metern. Ja, da ist die Melli. Stück für Stück kämpfen wir uns hier hoch. Sehr gut. Traumhaft mit den weißen Bergen da hinten im Hintergrund. Wirklich herrlich. Super Kulisse. Ja, dafür hat es sich gelohnt, hier hochzufahren. Meter Höhe, ja, da darf eigentlich jetzt nicht mehr viel kommen, und 12 Kilometer sind es noch, ja, dann haben wir es geschafft. Endlich mal bergab, wie geil ist das denn? Ich kenne das Gefühl schon gar nicht mehr. Ja, auf der anderen Seite des Tals, da fährt die Brenner Autobahn, oder die führt daher. Die Autos fahren auf der Brenner Autobahn. Ja, und wir fahren nach wie vor hier rauf und runter. Immer harte Anstiege, dann geht es wieder ein bisschen runter. Ja, nur 8 Kilometer. Ich hoffe, wir schaffen das auch. So langsam habe ich Zweifel, die Kräfte gehen so langsam zur Neige. Eine tolle Hängebrücke ist hier. Wenn wir nicht schon 70 Kilometer in den Knochen hätten, dann würde ich da jetzt noch drüber laufen, wenn man es denn darf. Aber das machen wir heute nicht, ne? Wir fahren jetzt zum Hotel. Wir wollen nur noch zum Hotel duschen, essen, Beine hoch. Genau. Noch 1,5 Kilometer, gleich geschafft. 300 Meter noch. Mal gucken, wo das ist. Okay, Hotel Krone. Wir müssen mal gucken, was wir hier gebucht haben. Geschafft, Hotel Krone. Einchecken, duschen, essen. Hallo, ein letztes Mal für heute. Korrekt, ja, wir haben es dann doch geschafft. Das Hotel war das Richtige. Ja. Und ja, wir haben uns frisch gemacht, haben super lecker gegessen unten. Ja. Melli hatte einen Kalbschnitzel, ich hatte Krustenbraten. Ja, und war wirklich ein Traum. Hat auch richtig gut getan jetzt. Das haben wir uns auch verdient. Ja.
Ja, man sieht es uns vielleicht an. Die Sonne hat auch alles getan, was sie so konnte. Wir sind ordentlich verbrannt. Obwohl wir uns eingecremt haben. Ja. Und ja, es war ein sehr, sehr anstrengender Tag, aber auch sehr schön. Ne? Es war landschaftlich sehr schön. Großartig. Ja, aber ein bisschen weniger Sonne, Hitze hätte auch ganz gut getan, glaube ich. Ja. Naja, jetzt ist es so. Ja, und morgen kommt dann der Teil 2. Da geht es dann hoch zum Brenner. Nochmal. Über den Brenner dann. Ja, genau. Dann auch natürlich dahinter dann auch wieder runter. Und ja, knapp 400 Meter müssen wir dann noch hochfahren. Wir sind jetzt hier auf 1000 Meter Höhe, übernachten wir hier. Und morgen geht es dann weiter, richtig. Ja, ihr seid eingeladen, wieder mitzukommen. Würden uns freuen. Ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Auf jeden Fall. Und alles Weitere würde ich dann sagen im nächsten Video, morgen. Genau. Bis morgen. Bis dann. Tschüss.